Dieser scheiß Hambacher Forst. Jetzt lassen Sie das ganze Gestrüpp stehen, anstatt das umzunieten. Weißt du, ich bin Fliesenleger. Ich bin der Günther König von der Firma Fliesenkönig. Da hätte man doch ein schönes Hallenbad draus machen können. Nicht? Und jetzt das. Naja, komm. Was interessiert mich diese Natur? Weißt du, meine Aufgabe ist es, Flächen zu versiegeln. Und zwar nachhaltig. Das ist die Wahrheit. Na, ich bin, was soll ich euch sagen, ich bin sonst privat, ich bin eher der sportliche Typ und muss mir jetzt Gedanken machen, neuen Firmenwagen, weißt du, aber irgendwas mit Funktion, aber auch privat, dass man ein bisschen Spaß hat. Ich gehe so in Richtung, sagen wir mal jetzt, Geländefahrzeug, ja, ein schöner Jeep, also eher ein Truck, würde ich sagen. Nicht so einen dämlichen Hausfrauenpanzer, so ein Porsche Calamari, wo diese bescheuerte Frau Dr. Juristin ihren Saukrüppel, ihr Opfer in die Kita bringt. Nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür brauche ich keinen Allradantrieb. Ja? Und wenn ich, nicht? Und wenn ich als wohlstandsverwahrloster Mensch in einer Großstadt mit einem Nutzfahrzeug Aufsehen erregen will, dann fahre ich mit dem Mähdrescher durch die Fußgängerzone. Dann habe ich die bessere Performance. Also ich habe für mich jetzt ein Fahrzeug, wie sagt man das, kalibriert, ein amerikanisches Modell, und zwar den Grand Cherokee Cheyenne in der Commander-Version XXL. Mit allem drum und dran. Das fängt damit an, also ich habe die Kofferfelgen 116 Zoll Alu, schwarz. Höher gelegtes Fahrwerk. Von der Maschine habe ich überlegt, V12. Nicht, da bist du auch ruckzuck bei 12 Litern, nicht? Aber Hubraum, nicht verbraucht. Das der braucht ein bisschen mehr. Allradantrieb ist sowieso klar, ist selbstredend. Dann hätte ich natürlich auch erhöhtes Differential, freischaltbar alles. Und da würde ich praktisch vorne, weißt du jetzt, von den Stoßdämpfern mit Bullenfänger rundum praktisch gerade die Fahrerseite, wo dir diese Radfahrer, die mit einer Rücksichtslosigkeit fahren dir die in die Tür, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sie bei mir keine Chance. Das ist eine ganz klare Ansage an die Mitbewerber in der Öffentlichkeit. Oben über dem Führerhaus hätte ich dann er hat wahrscheinlich auch Fahrerschein gemacht. Ne? Führerhaus, schöne Extra-Galerie, Zusatzscheinwerfer, inklusive Suchscheinwerfer. Ja, frei schwenkbar, nur wenn dir so eine Drecksau entgegenkommt und dich abblenden will. Da kann man den mal ein bisschen unter Druck setzen, wie man das nennt. Ja. Dann hinten die Ladefläche, würde ich mal sagen, ja, was machst du? 3x4 Meter? Nicht? Die kann ich mir dann verfliesen? Nee, da kommt oben drauf. Abnehmbares Carbon-Verdeck, weißt du, wenn es regnet. Pass auf, im Führerhaus, das würde ich so machen. Führersitz. Beiführersitz, dann Konsole, Parkett und dann würde ich hinten, was der Reserverad, das würde außen sitzen, in einem Case und da würde ich mir so einen Indianer drauf malen lassen, weißt du? Respektsperson, Häuptling, Geronimo oder Red Bull, so jemand, weißt du? Weißt du, mit Adlerfedern, der guckt so. Weißt du, wenn du dann im Stau oder an der Ampel hinter mir stehst, dann guckt er dich an. Nicht? Ist eine Führungsperson und keine Fahrerpension, weißt du? Und dann, weißt du, das ist ein Traum von mir. Das ist ein Traum. It is my dream.
Ich würde dann von hinten praktisch über die Ladefläche, da würden so Pferde. So Appassionata-mäßig. Und dann hätte ich vorne, weißt du, vor dem Führerhaus auf der Motorhaube, da würde ich eine Landschaft kreieren, Prärie, untergehende Sonne, stehen so ein paar Kakteen. Dann oben am Himmel, am Firmament, Adler. Die fliegen praktisch oben in den Sonnenuntergang und unten auf der Führerseite die Pferde. Nein, überleg doch mal, verstehst du, weißt du, du kommst mit so einem Wagen, kommst du morgens auf die Baustelle. Nein, nein. Stell dir vor, weißt du, da stehen diese Arschlöcher, diese Elektriker, die würden dann, weißt du, da, kick mal. Das muss der Günther sein. Tja, der hat's geschafft. Na gut, jetzt. Finanzierung. Ich hab dann mal mit meiner Mutter gesprochen. Wisst ihr, was die gesagt hat? Günther, du bist ja wohl der allergrößte Vollidiot. Andreas Rehmann! Andreas Rehmann!